Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir waren heute bei Kaufland einkaufen für 63 Euro und ich wollte euch einmal zeigen, was wir alles so eingeholt haben. Und ja, mein Mann trägt gerade den Rest hoch, habe ich nicht einmal mitbekommen. Wir waren aber auch beim Sport und hatten die Sporttasche noch bei und waren noch ein bisschen Dekolin schmökern. Deswegen ist es ein bisschen mehr geworden als eine Einkaufstour. Dankeschön. Ja. Zweimal Wasser. Also das 6er-Pack, ich habe jetzt 12 genau. Liter. Genau, für den Ober. Und dann habe ich ganz viel Gemüse geholt und Obst, damit bin ich super, super happy. Wir haben hier zum Beispiel einen großen Salatkopf, den hat sich Ozok ausgesucht. Und ich wollte Burger machen in die Woche. Und Kresse, also Angeberkresse, habe ich gekauft, weil das ist wirklich ganz lecker eigentlich. So ein bisschen über, also kann man aufs Brot machen oder über den Teller, wenn man so fertig gekocht hat, so als Topping oben drauf. Schmeckt wirklich ganz gut. Wir brauchten neues Klopapier, das hat 2,95 gekostet. Dieses Recycling-Toilettenpapier. Wir entscheiden uns immer für Recycling, weil das nicht so flusst. Also, Das stärker ist geprägt ist das. Stärker geprägt, ne? Genau, fester zusammengedrückt. Die Blätter trennen sich nicht irgendwie aus Versehen und man, es fusselt halt auch nicht so. Wir finden das ganz gut. Und ja, wir haben einmal Frühlingszwiebeln genommen und Tomaten. Also Tomaten geht ja immer. Eine haben wir noch von letzter Woche da. Und da brauchten wir auf jeden Fall Nachschub. So, dann hätten wir hier Oktoberhändel für den Ozok. Das sind knapp 800 Gramm und war im Angebot. Also hier ist ein 30er Sticker drauf. Hähnchenschenkel mit Rückenstück und dann ist mit Kartoffelstärke, Speisesalz, Gewürze. Also weiß man nicht, welche Gewürzmischung da drauf ist, soll aber nach Oktoberfest schmecken. So, ich brauchte zweimal Frischkäse und da habe ich hier Frischkäse Light, einmal Natur, einmal mit Kräutern mir ausgesucht. Da freue ich mich sehr drauf, das schmeckt mir sehr, sehr gut. So, und dann hier von Ayran Joghurtgetränk nach türkischer Art. Kaufland hat jetzt eine Eigenmarke daraus gemacht. Und ja, die ist halb so teuer wie der normale Ayran, den wir sonst immer genommen haben. Deswegen hat Ozok auch hier zweimal mitgenommen, hat er gesagt. So, halber Preis kann ich doppelt so viel trinken. Das war die Aussage im Laden, die er da getroffen hat. Und so, ich finde die Aussage auch überklug, muss ich sagen. Emmentaler Ackenstein 200 Gramm, also ist ein Hartkäse. Hat auch diese Löcher teilweise, diese Mäuselöcher. Und ich würde sagen, es ist ein milder Käse. Ist jetzt nicht der Käse erster Wahl. Also ich finde der Schweizer Emmentaler schmeckt deutlich geiler als der deutsche. Aber der war in der Werbung und ich brauchte 100 Gramm und Ozok wollte den Rest aufessen. So, dann waren wir noch an der Fleischtheke. Jägermärt mit Paprika, Zwiebeln. 340 Gramm, das ist zum Rohverzehr geeignet. Und das gab es zum halben Preis in der Theke und ich wollte auch für eine Stulle was abhaben. 50 Gramm habe ich gesagt. 50 Gramm. Ja, pass auf, dass es nicht mehr wird. 300 Gramm sind der Vorsatz zum Rohverzehr. Schweinepoldaver, auch 50%, gab es hier auch noch Wurst, so einen Sticker. 3,14 Euro, also eine Wurst über 1 Euro auf jeden Fall. Ansonsten hätte die Packung 6,30 Euro gekostet. Zum vollen Preis hätten wir sie jetzt nicht mitgenommen, aber vor der Mülltonne retten, dafür zahlen wir dann noch die 3 Euro. So, Schinkenschnitzel 4,19 Euro. Also hat hier auch so ein Sticker drauf, auch vor der Mülltonne gerettet. 30% gab es da drauf. Ja, Ozok hat seine Fleischsachen wieder aufgefüllt. Achso, und Portionsscheiben. Das ist an der Wurst- und Käsetheke gibt es sowas. Also meistens eine Wurst, ne? Käse nicht so oft. Das sind die Anschnitte. Zeig mal den Krustenbraten. Den Anschnitte hier. Oder ja. Abschnitte. Je nachdem, weil die haben ja automatische Maschinen oder. Nee, den anderen, den dunklen. Ist das der hier? Genau. Hier, guckt euch das an. Ist das nicht geil? Das ist das Endstück. Das ist das Endstück. Das würdet ihr doch, wenn ihr euch zu Hause so einen ganzen Klops kauft, dann würdet ihr den doch auch nicht wegschmeißen, oder? Nein, das isst man auf, das ist überragend. Das kostet nur 50 Cent genau, pro 100 Gramm. 50 Cent pro 100 Gramm, genau. Und hier gibt es noch was Neues, was wir noch nicht kennen.
Putenbrust mit Paprika und Brokkoli. Ich habe jetzt alles mit der Hand angefasst, aber naja. Und eine Wurst. Also kostet 49 Cent pro 100 Gramm, ist immer so Mischmasch. Und das ist halt so, das sind ja Maschinen, mit denen es geschnitten wird. Und ja, gibt es so Abstandshalter. Und dadurch hat man halt vorne immer eine schmale Ecke, aber das letzte Stück ist halt immer so 2-3 cm dick, weil es nicht anders geht durch die Maschinen. Und das kann man ja noch verkaufen. Also das kriegt man nicht mehr geschnitten, das sind so Endstücke. Und ja, ist ja ganz normale Fleisch halt. Man spart da halt ultra viel. Einmal Tomatenmark, das war in der Werbung, war aber nicht gekennzeichnet. Ich wusste das eigentlich, war mir dann unsicher, deswegen haben wir nur einmal gekauft. Und Räucherling. Räucherling war auch an der Theke in der Werbung. 50% günstiger. Genau, und das liegt da ja total. Und mir schmeckt es auch sehr gut, so Räucherling. So rustikale Art, tiefgefroren. Hier gab es Gemüse für 1,11 € statt 1,59 €. War in der Werbung so verschiedene TK-Gemüsetüten. Ja, hier hätten wir noch Hähnchengeschnetzeltes. Das hatte hier so ein 50er-Sticker. Das ist Gyros-Art. Auf jeden Fall auch super lecker. Leider verarbeiten die da nicht so das hochwertigste Fleisch. Früher habe ich das hier öfter gekauft, aber irgendwann hatte ich da mal so eine... Ja, das sind die aus der Keule oben, die Sachen, ja, die sich nicht rausteilen lassen. Halt. Irgendwann hatte ich mal so eine Packung mit ganz vielen Knorpelstückchen und Knochenstückchen und so. Und seitdem habe ich das nicht mehr gekauft. Aber die Gewürzmischung ist ultra gut. Schmeckt sehr lecker. Und einmal Staccato Aoste, das war auch 50% reduziert, sonst ist uns das auch zu teuer. Für 80 Gramm ist da drin, ne? Oder weniger? 6 Stück steht nur noch drauf. 60 Gramm. 60 Gramm wäre ja auch weniger geworden. Ja, das war eine Tüte, das war sehr osoglastig mit seinem Fleisch. Ich habe hier Amaranth gepufft, zweimal, weil wir das in den anderen Kaufländern nicht gefunden hatten. Deswegen habe ich jetzt zweimal geholt gleich. So, und hier habe ich einmal eine Naschi-Birne, also Apfel und Birne, dieses Zwischending, das mag Ozok sehr gerne, habe ich einmal gekauft. Und Goldkiwi wollte ich einfach, aber also hier steht auch Sungold drauf, aber auf dem Einkaufszettel stand ein Gelb-Kiwi. Der Tier, was hier fertig ist, ist schon fertig? Ja. Alles klar, ja. Also haben wir jetzt, also Gelb-Kiwi stand auf dem Kassenbon, aber wird wohl identisch sein. So, Twix bis Crunchy Biscuit Stücke hat sich Ozok ausgesucht für 1,50 oder 50% so. Reduziert, das war in der Resteecke. Ja. Und dann hatten wir hier Möhrchen geholt. Das sind sehr viele Möhrchen, mehr als ich wollte. Und das sind die etwas anderen Möhrchen, also Möhrchen zweiter Wahl, die nicht ganz so gerade sind, krumm sind, zu groß sind oder zu klein sind. Und die kosten nur 88 Cent pro 100 Gramm. Die ist zu groß, glaube ich. Genau. Guckt euch diese Möhre an. Und die schmecken natürlich identisch. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es von jedem Obst- und Gemüseteil auch immer diese zweite Wahl, die etwas anderen heißen, hier bei Kaufland letztes im Angebot halt immer geben würden, ein bisschen billiger. Da würde ich mich sehr drüber freuen, würde ich sie nur noch kaufen. So, dann war Rotkohl stark reduziert. Also Rotkohl stand überhaupt nicht auf dem Plan. Aber ich dachte, ich kann ja mal versuchen, Rotkohl selber zu machen. Also mache ich eigentlich jedes Jahr. Aber ich kann es diesmal ja mit einem Thermomix versuchen. Und ich habe überlegt, wahrscheinlich kann er mir das sogar kleinschnippeln. Und dann habe ich kaum Arbeit damit. Und ich habe ja eine Lieferung bekommen mit frischen Lorbeerblättern. Und die könnte ich damit hervorragend benutzen. Auch würde ich mich sehr darüber freuen, und dann kann ich es auch einfrieren, ne, und portionsgerecht, und wenn ich es essen möchte, aufbauen. Rotkohl ist auf jeden Fall auch saugeil. Takis gibt's wieder. Jetzt habe ich verstanden, warum ich das nicht aufessen konnte. Ja. Du hast es schon aufgegessen. Oh, unerhört. Ich habe hier eine Kaki. Bin ich sehr froh, dass es die wieder im Laden gibt. Ich freue mich schon auf Pomelo. In Polen gab es die ja, aber in Deutschland halt, habe ich es noch nicht gesehen. Dafür habe ich eine Grapefruit mitgenommen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Werte Zuschauer, das ist der Rest von meiner Pizza. Die Dame hat sich das vorderste Stück mit dem Spiegelei hat sie sich gemopst und aufgegessen. Ich bin jetzt sehr enttäuscht. Ich wollte das selber essen. Ich habe dir das im Laden gesagt. Ich habe das wohl nicht verstanden. Ein Kohlrabi zum Fußsnacken. Und eine Gurke ebenfalls für eine Gemüsemahlzeit mitten am Fach. Eine, wofür wollten wir die Limette nochmal? Die hattest du mit reingepackt gehabt, das weiß ich nicht, das stand auf dem Einkaufszettel. Und ein Kilochen Mandarinen für 2 €. Ich weiß nicht, was ich mit der Limette wollte.
Ja, wir haben hier noch ein Paket Zwiebeln. Zwiebeln sind jetzt wieder ultra günstig für 1,30, aber ist ja, wenn es zum Winter hin geht, immer so. Und hier konnte Ozok nicht vorbeilaufen an Gewürzspekulatius. Vor 2 Wochen hast du eine Packung für den Fati mitgebracht. Genau, damit der Fati sich freut und dann sagt ich, oh, ich habe auch Bock auf Gewürzspekulatius. Ja. Dann wollte ich auch noch saure Sahne haben. Und da gab es leider die K-Klassik-Variante nicht. Und deswegen hat Ozok hier Thüringer Land hier das im Glas gekauft. Das ist aber eigentlich nicht so viel teurer. Genau, 10 Cent teurer auf 100 Milliliter oder sowas. Und, das ist getrennt. Genau, das muss man stark schütteln. Das ist die Sahne, die man noch schütteln muss. Aber die schmeckt auch sehr, sehr gut zum Kochen. Genau. Und dann gab's, war Rockstein in der Werbung bei Kaufland für 84 Cent. So war das diesmal. Genau. Und hier habe ich 2 Kalorien pro 100 Gramm und das ist Tropical Kick. Und da habe ich 4 Mal. Ne? Genau. Bei Thomas Phillips, da waren wir heute auch. Die Tüte ist da. Achso, ja, da unten. Da ist jetzt aber mein Deko-Zeug so oben drauf. Da gab es auch Rockstar in der Werbung. Da waren wir auch zuerst. Und daher war der Preis 66 Cent für diese Dose. Der Normalpreis ist ja 1,69, 1,79, je nachdem, wo man halt einkaufen geht. Ne? Und da haben wir Waldmeister. Nee, Apfel. Apfel, kalorienarm habe ich hier 6 Mal. Und Ozok hat sich da auch noch ein paar eingesteckt. Aber ja. Ja, wir kaufen immer ein paar mehr, so eine Stiege, wenn die in der Werbung ist und dann reicht die genau bis zur nächsten Werbung. Das ist dann immer perfekt und ich hatte gar keinen mehr zu Hause und jetzt habe ich meinen Vorrat wieder aufgefüllt, aber meine Lieblingssorte gab es leider in beiden Läden nicht. Genau, die ohne Zucker halt, das war halt wieder schwierig. Das ist halt immer sehr, sehr schade, dass es die nicht immer gibt. Das ist halt ein Problem. Es gibt ja sehr viele Sorten und da ist ja dann auch klar, dass nicht alle vorrätig sein können. So, wir wollten jetzt noch zu den Essenssachen kommen, was wir jetzt die Woche essen. Und zwar ist es sehr kürbislastig, denn wir haben letzte Woche einen Butternut gekauft, der ist immer noch im Kühlschrank und bei Thomas Phillips noch 2 Hokkaido. Und ich wollte einmal, das machen wir nämlich heute oder morgen früh. Morgen früh Kürbissuppe serviert im Kürbis machen, da freue ich mich schon sehr drauf. Kürbismus mit Bacon Crumble, da freue ich mich auch sehr drauf. Eine Spinat-Erbsensuppe mit Cashews und Shakshuka. Genau. Und wenn ich dann noch Hunger habe, dann mache ich eine herzhafte Kürbistart. Genau. Und wenn nicht, rutscht das in die nächste Woche rein. Dann müssen wir mal schauen. Ja. Genau, das war mein ganzer Einkauf. 63 Euro haben wir bei Kaufland ausgegeben. Bei Thomas Phillips irgendwie 40 Euro, aber da war halt mehr Deko drin. Ich glaube nur Allergies und die Hokkaido zum Essen. Ne? Genau, ja. Und ein Kilo Erdnüsse für 4,99. Genau, die Vakuumverpackung. Genau. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren, ist kostenlos. Ich freue mich drüber, Kaufland freut sich drüber und ich freue mich aber noch mehr darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, ciao!